Unterföhring, OTS, was passiert, wenn der Traum vom großen Geld Wirklichkeit wird? Wie reagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familie plötzlich größer ist, als bekannt? Und macht Geld wirklich glücklich? Die neue Sat.1 Daily Alles oder Nichts stellt ihre Protagonisten vor genau diese Fragen. Nach dem Tod des schwerreichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe, und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium. Die Bühne ist frei für Intrigen, Dramen, Machtspiele, aber auch große Gefühle, Zusammenhalt und die individuelle Suche nach dem Platz im Leben. Seit 16. August laufen in Berlin-Spandau die Dreharbeiten für die von Producers at Work. Produzent Christian Popp produzierte Daily Soap UA. Mit Anna Menneken, Raphael Vogt, Franziska Breite, Anne Brendler, Mirko Riesig, Thomas Morris, Niki Finger, Marc Bartel und Tainara Wolf. Das Konzept zu Alles oder Nichts stammt von Aglef Püschel und Tamara Sanyo. Als Chefautor agiert Jan Friedhoff, Regie bei Block 1 führt Kai Meyer-Rix, Sat.1 Geschäftsführer Kaspar Pflüger. Alles oder Nichts setzt eine universelle Prämisse, den Traum vom unverhofften Reichtum. Ausgangspunkt ist ein Erbe, das auf einen Schlag alles verändert und eine Familie, die sich plötzlich neu formieren muss. Um die Konflikte, die daraus entstehen, baut sich eine wunderbare Geschichte auf, die den Zuschauer unmittelbar in die Handlung hineinzieht. Gepaart mit einem unvergleichlichen Production Value und einer Mischung aus etablierten Soap-Darstellern und erfrischenden Neuentdeckungen verheißt Alles oder Nichts eine eindrucksvolle Rückkehr der täglichen Serie in Sat. Erste Produzent Christian Popp, Producers at Work. Alles oder Nichts ist eine zeitgemäße Glamour-Soap, die alle Sehnsüchten nach Ruhm, Macht und Reichtum bedient. Wir erzählen diese schillernde Welt im krassen Gegensatz zu den Underdogs. Die Kampflinie geht mitten durch die Familie und die Liebe steht auf dem Spiel. Alles geht, aber die Protagonisten können auch alles verlieren. Alles oder Nichts will polarisieren und soll auch versöhnen. Insofern ist es auch ein Spiegelbild unserer Zeit. Vier Welten, vier Geschichten und ein Erbe, das alle vereint. Jenny, Anna Menneken, ist in der Imbissbude ihrer Eltern groß geworden und steuert mit schlecht bezahlten Aushilfsjobs ihren Anteil zur Haushaltskasse bei. Anja, Franziska Breite, verdient ihren Lebensunterhalt in einer Table-Dance-Bar und verfolgt den Traum, mit ihrem Freund Trocco, Marc Bartel, eine Familie zu gründen. Daniel, Raphael Vogt, hat alles verloren, sein bürgerliches Leben hinter sich gelassen und lebt auf der Straße. Axel Brock, Heiko Kiso, leitet ein millionenschweres Bauunternehmen und kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Axels Tod bringt zutage, was jahrelang verborgen blieb, neben seiner Vorzeige-Ehe mit Melissa, Sarah Maria Bischen und den gemeinsamen Kindern Jascha, Anno Kaspar Friedrich von Heimburg und Maria, Josephine Marz, hinterlässt der Unternehmer drei uneheliche Kinder, Jenny, Anja und Daniel. So stellt das Schicksal am Tag der Testamentseröffnung für alle Beteiligten die Weichen neu. Der Kampf zwischen Arm und Reich beginnt, und damit nicht genug. Auch innerhalb des Brock-Imperiums beginnen mit dem Tod des Firmenchefs erbitterte Machtkämpfe und fiese Intrigen. In weiteren Rollen und andere Anne Brendler und Mirko Riesig als Jennys Eltern Elke und Mike sowie Lennart Borchert als ihr Bruder Basti. Thomas Morris und Niki Finger spielen Melissas intrigante Gegenspieler Olaf und Bea Brock. Varol Shahin ist Axels persönlicher Assistent und Melissas Vertrauter. Tarek Alizi und Tainara Wolf das It-Girl Ines Fischer, die behauptet, ebenfalls eine uneheliche Tochter von Axel Brock zu sein. Plus Produktion, Producers at Work Film GmbH plus Produzent, Christian Popp plus Regie, Kai Meyer-Rix, Jolt Bax, Hartwig van der Neut, Marco Gartsch, Sabine Landgräber, Tobias Stille, Martina Faust plus Head-Autor, Jan Friedhoff plus Kamera, Rene Gorski plus Redaktion Sat.